Waldhaus ist für mich Sicherheit. Waldhaus bedeutet für mich das pure Leben. Hildritzhausen vor 53 Jahren. Am Schönbuchrand, weit außerhalb der Gemeinde, beginnt die Geschichte des Waldhauses. Der Stuttgarter Verein für Bewährungshilfe unterhält in einem alten Forsthaus ein Beobachtungsheim für straffällig gewordene Jugendliche. Einer der Bewährungshelfer, Hans Artschwager. Hier beginnt sein Lebenswerk. Nach langem Kampf gegen Justiz und Behörden kann er 1957 endlich seinen Traum verwirklichen. Er macht sich mit einem gemeinnützigen Jungenheim selbstständig. Eine umgebaute Scheune, ein Gartenhaus und ein Hühnerverschlag. Der offizielle Heimalltag beginnt mit einem Jugendlichen und dem Ehepaar Artschwager. 2 Jahre später wohnen bereits 25 Jungen im Waldhaus. Das Geld ist knapp. 3.000 Mark stehen monatlich zur Verfügung. Für Pacht, Gehälter und Verpflegung. Erst 1962 gibt es den ersten Zuschuss vom Land. Da ist das Waldhaus längst gewachsen. Der gelernte Maurer Artschwager spannt seine Jugendlichen ein und baut mit ihnen 5 Wohnpavillons, ein Aufenthaltshaus und eine Werkstatt. 50 Jahre Waldhaus, das heißt auch fast 50 Jahre Baustelle. Gebaut mit Holz aus dem Wald, den eigenen Händen und der Unterstützung von örtlichen Handwerksbetrieben. Wer im Waldhaus lebt, begreift sehr schnell, wie er sich selber helfen kann. Und sei es nur, dass er sich sein Dach über dem Kopf selbst baut. Die ersten Unterkünfte stehen längst nicht mehr alle. Sie mussten und müssen laufend neuen Gebäuden weichen. Anfang 2007 ziehen die Jugendlichen im Waldhaus in den Neubau mit Einzelzimmern und großzügigen Aufenthaltsräumen. Diesmal nicht selbst gebaut, aber selbst finanziert, ohne einen Cent aus öffentlichen Kassen. Arbeit und Ausbildung gehören im Waldhaus von Anfang an dazu. Erst waren es Holzfällerarbeiten im nahen Wald, bald aber auch Lohnarbeit für die einheimische Industrie. Hans Artschwager holt sich Aufträge von IBM, Solo Kleinmotoren und Daimler-Benz. Der Autobauer spendiert die erste Bohrmaschine. Später folgen Werkzeuge und Maschinen. In den 60er Jahren arbeiten die Jugendlichen bereits in der eigenen Werkstatt oder lernen einen Beruf im Metallhandwerk. Seit damals gelten auch im Waldhaus die Maßstäbe der freien Wirtschaft. Das Waldhaus ist für mich mein Traumjob hier. Das ist die beste Firma, die ich kenne. Heute lernen hier 16 Jugendliche einen Beruf, zum Beispiel als Industriemechaniker oder Teilezurichter. Aber auch im kaufmännischen Bereich gibt es Azubis. Waldhaus ist für mich die Möglichkeit, meine beruflichen Ziele zu erreichen. Word, Excel und Italienischkenntnis ist ja optimal. Euer Auftrag ist es, jetzt einen Lebenslauf zu verfassen. Die Integration von benachteiligten Jugendlichen in den Arbeitsmarkt ist mittlerweile 100-fach gelungen. Dieser ehemalige Waldhaus-Azubi arbeitet heute als Sachbearbeiter in der freien Wirtschaft. Auch wenn 1957 noch niemand das Wort Integration benutzte, schon damals war die Wiedereingliederung der Jugendlichen in die Gesellschaft eine der wichtigsten Säulen der Waldhausarbeit. Dass das Vorhaben gelungen ist, bestätigen die ersten Waldhausbewohner noch heute. Da war das Bett und da war ein Einbauschrank. Der Artschwager hat viel für uns gemacht und mir hat es wirklich was aufs Leben gebracht. Hans Artschwager Senior betonte zwar immer, dass das Waldhaus kein angemessener Ersatz für das Elternhaus sein kann, doch nach 50 Jahren Waldhaus scheint der Unterschied zwischen Heim und Elternhaus erheblich geschrumpft. Waldhaus ist für mich eine Familie. Mit allem, was eine Familie so mit sich bringt. Morgens aufstehen, in die Schule gehen, Freizeit, Ärger und Anstrengung. Waldhaus ist für mich
teils, teils. Also manchmal ist scheiße, manchmal ist gut. Das Waldhaus gibt den Jugendlichen wieder eine Chance. Auf Akzeptanz, einen Schulabschluss, eine Ausbildung, sinnvolle Freizeit, auf die Sicherheit und Hilfe, mit sich selbst und anderen ins Reine zu kommen. Mit meiner Aggression komme ich jetzt besser klar, nicht so wie früher. Rund 1000 Jugendliche haben in den vergangenen 50 Jahren im Waldhaus Zuflucht gefunden. Unter der Leitung von Hans Artschwager Junior ist aus dem jungen Heim von damals ein soziales und gemeinnütziges Dienstleistungsunternehmen geworden. Betreuung findet nicht nur im Waldhaus statt, sondern im gesamten Landkreis Böblingen mit unterschiedlichsten Programmen und innovativen pädagogischen Konzepten. Mit 85 Mitarbeitern ist das Waldhaus in Hildritzhausen heute der wichtigste Arbeitgeber. Alle Mitarbeiter kümmern sich um die Jugend von heute und die Erwachsenen von morgen. 1957 hat alles begonnen. Inzwischen wurde viel aktualisiert und modernisiert, aber eines hat sich nie geändert und wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Waldhaus ist für mich eine Heimat für Jugendliche.